Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, nachdem jetzt hier so viel Gift verspritzt wurde, will ich zunächst damit beginnen, dass es für uns, für die CDU-CSU-Fraktion, zuallererst ein Grund zur Freude und zur Dankbarkeit ist, dass Herr Yücel, der über ein Jahr aus rein politischen Gründen inhaftiert war, endlich freigekommen ist. Und da die Überschrift Ihres Antrags Verhalten der Bundesregierung im Fall Yücel lautet, gibt mir das die Gelegenheit, eben dieses Verhalten zu loben. Es war vorbildlich. Eine klare, hartnäckige und unnachgiebige Haltung auf allen Ebenen gegenüber der Türkei hat sich durchgesetzt. Unser Dank gilt allen in der Bundesregierung, die daran beteiligt waren, zuallererst der Bundeskanzlerin und dem Vizekanzler. Der Dank geht aber auch an alle anderen in der Zivilgesellschaft, an die journalistischen Kollegen, an die Anwälte, an alle, die dazu beigetragen haben, dass der Druck auf die türkische Regierung so groß wurde, dass sie letztlich nachgeben musste. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Fall Yücel und der Umgang mit ihm ist geradezu ein Paradebeispiel für unseren freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, für unsere Haltung zu Meinungs- und Pressefreiheit auf der einen und den Schutz unserer Staatsbürger auf der anderen Seite. Wir lassen es nicht zu, dass jemand in seiner Meinungs- und Pressefreiheit eingeschränkt wird, und zwar unabhängig davon, ob wir dessen Auffassung teilen oder nicht. Und schon gar nicht akzeptieren wir, dass ein Journalist wegen seiner politischen Meinungsäußerung ohne Anklage, ohne rechtsstaatliches Verfahren inhaftiert wird. Die Freiheit und Unabhängigkeit der Presse ist ein hohes Gut, das wir schützen. Und dafür gibt es auch keine Vorzugsbehandlung, wie dies behauptet wird. Wer die deutsche Staatsangehörigkeit hat, erhält den Schutz des deutschen Staates uneingeschränkt. Das galt für Mesale Tolu und Peter Steudner und selbstverständlich für Herrn Yücel. Und das gilt auch für die anderen weiterhin inhaftierten Deutschen in türkischen Gefängnissen. Und ja, der Grat zwischen freier Meinungsäußerung und der Verletzung der Persönlichkeit eines anderen ist schmal. Es muss niemandem gefallen, was Deniz Yücel 2011, 2012 in seinen als Satire erkennbaren Texten über Herr Sarrazin und zuvor zu dessen Buch geschrieben hat. Man muss es wirklich nicht gut finden. Doch dafür gab es teilweise Sanktionen vom Presserat und die gerichtliche Untersagung der weiteren Verbreitung. Die AfD will heute eine Missbilligung aussprechen. Doch der Bundestag ist der falsche Ort für eine Bewertung einer Satire. Wir sind hier kein literarisches Quartett. Und dieser schmale Grat gilt auch für die AfD, auch für Frau Weidel. Ich bedauere, dass sie heute nicht der Debatte beiwohnt. Sie hatte das letzte Wochenende fast gar nichts getan, als über Twitter und andere Medien zu dem Fall Yücel sich zu äußern. Da hat sie in einer Twitter-Meldung am Tag nach einer Entlassung ihn als antideutschen Hassprediger beschimpft. Da hat sie auch diesen Grat überschritten. Herr Yücel hatte immerhin die Größe, sich nach seinem kritikwürdigen Text zu entschuldigen. Ich wage zu bezweifeln, dass Frau Weidel diese Größe ebenfalls hat. Und sie hat in dieser Twitter-Meldung, ich zitiere, geschrieben, dass einer, der nicht nur einmal die Grenzen des guten Geschmacks verließ, eigentlich keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen sollte. Doch die deutsche Staatsbürgerschaft ist keine Frage des guten Geschmacks. Die AfD will sich hier als Patrioten darstellen. So eine Aussage ist aber alles andere als patriotisch. Sie ist schlicht und einfach erbärmlich. Und nun zu Ihrem Kollegen Pockenburg. Er hat am Aschermittwoch die Türken in Deutschland aufs Übelste beleidigt und damit ganz sicher die Grenzen des guten Geschmacks verlassen. Darüber sind wir uns doch, Herr Dr. Gauland, einig. Sie haben ihn ja schließlich abgemahnt. Ich habe dann aber
Jetzt noch mal. Warten Sie doch mal ab. Jetzt warten Sie doch ab. Ich habe dann genau dasselbe getan, wie die Frau Weidel zu Herrn Yücel. Ich habe lange gesucht. Herr Dr. Gauland, regen Sie sich doch nicht so auf. Ich habe lange gesucht bei Twitter, bei Facebook, irgendein Zitat, in welchem ich finden konnte, dass sie ebenfalls Herrn Pockenburg seine deutsche Staatsbürgerschaft absprechen wollte. Nichts dergleichen konnte ich finden. Und noch ein letztes zum Thema guter Geschmack. Guten Geschmack kann man nicht immer in Gesetze und Normen fassen. Es geht manchmal ganz banal um Anstand, Menschlichkeit und Mitgefühl. Und da kommt ein Mensch nach über einem Jahr Haft frei, größtenteils in Isolationshaft verbracht, aus einem Land, in dem rechtsstaatliche Grundsätze nicht in dem Maße gelten, wie wir sie kennen und erwarten. Und Ihre Frau Weidel hat nichts anderes zu tun, als aus ihrem warmen und sicheren Abgeordnetenbüro heraus diesen Menschen per Twitter zu beschimpfen, zu diskreditieren und dann einen derart schrägen Antrag zu stellen, wie Sie dies heute tun. Das ist kollektive Unanständigkeit. Und deshalb... Und deshalb, weil das Verhalten der Bundesregierung, das ist der Titel der Debatte, vorbildlich war. Ihre Kritik ist genau das Gegenteil davon. Deshalb lehnen wir Ihren Antrag ab. Das Wort hat Dr. Lars Castellucci für die SPD-Fraktion.